Hallihallo Leute, willkommen zum 7. Part von Let's Play, We Play, Pokémon Feuerrot, Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part ist das kleine Topsy noch verstorben, unser letztes. Bevor ich das mache, weitermache, möchte ich aber eben noch mal kurz Flori heilen. Weil wir, und die Level Lock ist gerade auf Level 21. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das heißt, wir dürfen so gut wie gar nicht mehr unser liebes kleines Pokémon einsetzen, was problematisch sein könnte. Das gefällt mir nicht so ganz, wie sich das gerade entwickelt alles. Das muss ich gerade so zugeben. Und ich hoffe, dass wir nicht noch einen herben Rückschlag erleben werden, weil mir das echt wahrscheinlich das Genick brechen könnte. Und ich möchte diese Nuzlocke echt so lang wie irgendwie geht haben und nicht nicht mal 10 Parts das ganze Let's Play schon beendet haben. Das käme nicht so gut. Ja. Das ist jetzt übrigens auch noch eine Session, deswegen nicht wundern, dass ich eventuelle Anfrage auf irgendwelche Gesprächsthemen noch nicht angenommen haben kann. Verzeiht mir das bitte. Ich nehme wieder Voraus auf und hoffe, dass es klappt. Wir von Tyrokin werden die Fossilien finden, die Pokémon wieder beleben und teuer verkaufen. Ihr seid mal wieder gemeine Arschlöcher, wie ihr in jedem Teil seid. Aber na gut. Oh Gott, Ratzmatz. Genau dieses Mistding hat unser liebes kleines Taubsi auf dem Gewissen. Das Taubsi, das keinen Namen hatte. Genau, es konnte noch nicht. Es ist noch nicht mal dazu gekommen, einen Namen zu kriegen. Das ist ja das Fiese daran. Was mir auch noch ein bisschen Kummer bereitet, wo ich gerade so ein bisschen dran denke. Wir haben jetzt nicht wirklich was gegen Pisa Samen. Pisa Samen, das ist nämlich so, dass wir, wenn wir soweit sind, also weil kurz vor Azure City haben wir, glaube ich, nicht die Möglichkeit nochmal, obwohl wenn wir Glück haben, ist vorher noch ein Pokémon. Bisschen Gras, wo wir ein bisschen trainieren können. Weil ich traue mich im Moment mit unserem normalen Team nicht gegen Eich Gary. Weil der nämlich, soweit ich weiß, hat er ein Tauboga auf jeden Fall. Ein Pisasam auf jeden Fall, also auf der Brücke. Und da habe ich so ein klein bisschen Angst vor. Also das könnte echt übel ausgehen für uns. Ich hoffe es nicht, dass so der Fall wird, dass es so heftig wird. Grrr, das gibt es nicht. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Aus gutem Grund hoffe ich doch, dass ich mir das so recht... Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Die Fossilien gehören mir! Gut, den werden wir sowieso wahrscheinlich leichter besiegen können, weil er wahrscheinlich nur Stein-Pokémon hat. Oder Slime... Ah, du bist kein Stein-Pokémon. Aber Wasser sollte trotzdem... irgendwie was gegen dich ausrichten können. Dann wird sich überlegen. Okay, Fund, das bringt nicht viel. Ich heile mal eben kurz Schlock oder Flori, bevor ich weiter kämpfe, weil das könnte unsere Hoffnung sein. Gegenüber das, was er sonst hat. Was ist denn mit meiner Stimme los? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was das Felsgrab auf dich bringt. Na gut, das muss ich mal treffen. Bam, bam, bam. Niedlich. Es macht niedlichen Schaden. Okay, Aussetzer ist okay. Kann ich mit leben. Okay, das ist aber machbar. Ist ja die Frage, was er sonst noch hat. Das weiß ich gerade nicht. Giftwolke. Oh Gott. Ich möchte nicht dasselbe wie über Vogel haben. Steinwurf. Voltoball. Gut, Flori, das machst du. Weil ich nicht genau weiß, was mich jetzt erwartet. Na
Okay, Kreideschrei kann ich mitleben. Wenn ich das nicht zu früh gesagt habe. Okay, das schaffst du. Das schaffst du locker. Was ist das dritte? Smogmog, okay. Okay, den Gegner solltet ihr schaffen. Stirb. Na gut, ich gebe dir eins ab. Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eins ab. Okay. Ja, ich spiele jahrelang Pokémon und ich weiß nicht, welches ist. Dumfusiva, glaube ich. Ich nehme Elektrosil. Ist scheiß drauf. Okay, dann gut. Das hier mir. Gut. Beutel gegen Gift. Ganz wichtig. Bevor Staline noch verreckt, bevor wir das Ganze hier einfach mal schaffen. Gut. Ich glaube, jetzt kommt aber auch nichts mehr, was mir gar nicht mal so ungelegen kommt. Tschüss. Keine große Lust, doch gegen euch zu kämpfen. Ich werde wahrscheinlich nochmal trainieren, bevor ich hier verlasse. Gegengift. Wow, danke schön. Danke, danke. So, wir haben den Fels, den Mondberg ja überlebt. Was wunderbar ist. Ich weiß gar nicht. Gut, da. Ah, das ist gerade echt eine Erleichterung, dass da ein Feld ist. Brilla. Aber ich gehe vorsichtshalber gleich nur außen rum. Ich weiß nämlich nicht, was wir kriegen. Obwohl, kriege ich von dir euch nicht die irgendeine Attacke, eine Super Special? Ach so. Das ist gerade noch nicht so relevant. Ich glaube, es kann sowieso keins von uns lernen, oder? Erstmal du. Mega Hieb. Oh, die beiden können das sogar. Das ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Kampf. Das kann nur Flori. Was soll... Das ist eine Malattacke. Okay. Das ist mir bestimmt auch. Nee, tut mir leid, kein Interesse. Voll Kleinstein. Ich kann den sogar weg. Nee, ich gehe. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich werde auch erstmal das Gras hier ignorieren. Ja, da komme ich noch hin, das ist super. Dann. Würde ich sagen, wir machen gleich Stadterkundung ein bisschen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Können wir jetzt halt wieder vorbei. Weil ich Gary wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren möchte. Aber wir können uns ja trotzdem erstmal schon mal unser neues Pokémon holen. So, Taubsi. Tut mir leid, du bist natürlich mal wieder kurz vor meiner Entwicklung verreckt. Ah, das ist so ein Talent von mir. Taubsi ist mein Leben bei mir nicht lange. Das ist so... haben wir da keins. Ja, Sultan. Tut mir echt leid. Und Taubsi. Oh Mann, das ist echt schade. Jetzt haben wir die drei noch. Das ist echt... ich mag sowas nicht. Das soll aufhören damit, das Spiel. Gut, dann gehen wir mal ins hohe Gras und holen uns das nächste Pokémon ab. Sei, wir schaffen es nicht. Aber ich hoffe doch. Route 4. So, was erwartet uns? Ein Rettan! Cool. Der gute zweite Gift-Pokémon ist mir jetzt nicht ganz so sympathisch. Ich hätte lieber ein anderes. Aber egal.
Das ist nicht sehr effektiv. Ich hoffe, dass du für den Schlag überlebst. Also ich komm's, lass es jetzt einfach drauf rankommen. Okay, du überlebst es. Boah. Gut. So. Beutel. Pokéball. Dip, dip, dip. Ah, perfekt. Was mir gerade einfällt, was super ist, das hat eine Effektivität gegenüber Pisasam. Was mir super gefällt. Ein Pokémon, das in hohem Gras weit verbreitet ist. Es ist schnell mit seiner Zunge vor und zurück, um etwaige Gefahren seiner Umgebung wahrzunehmen. Ich weiß auch, wie ich es nenne. Da wir kein Zubat haben durften mit seinem Namen, wird er jetzt einfach mal ein kleines, süßes... Wurdest du mit N.O.? Wurde es groß geschrieben? Handy. Sorry, dass ich das gerade nicht weiß. Ist schon ein bisschen bitter. Ich glaube, das war irgendwie so. Ja, ich meine, das war so. TKLP. Ich gehe jetzt einfach mal über meinen eigenen Account. Übersicht Akano Wire. Das Wire schaffe ich, glaube ich, so auch noch rein, oder? Schaffe ich das? Ja, er passt komplett rein. Das ist schon, hat schon was. Gut, Akano Wire mit dem längsten Namen von meinen Pokémon. Mal gucken, wie das im Titel aussieht. Oh Gott, neues. Und Habitat hätten wir auch noch haben können. Na gut, der hätte mir wieder ein Flugding gehabt. Oh Gott, das muss ich gerade überlegen. Aber ich habe ja vor allem Slam habe ich ja gesagt, dass es okay geht. Aber ich trainiere zum nächsten Part sowieso. Mit dem Team möchte ich da gerade ungern gegen Gary antreten. Das ist sehr effektiv. Gut, und zurück. Ja, das ist ganz schön, dass wir es jetzt soweit haben. Gut, dann hätten wir schon mal einen Notfallreserveplan für Pisaktas. Das ist wunderbar. Ich überlege gerade, was man in der Stadt noch machen kann. Du kommst erstmal nach vorne, Akano. So, guck mal, du, so, gut. Das wäre erledigt, das ist wunderbar. Gut, dann höre ich mich immer ein bisschen um. Mein Mann tauscht sein Leben in Game Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Willst du bitte Pokémon mit dir tauschen? Was hast du denn? Hallo, willst du ein Cappuccino? Nö, krieg ich sowieso nicht. Geh ich mal von aus. Wenn das Lamas nicht im Weg wäre, könntest du den kleinen Baum fällen. Dann könntest du auf die andere Seite, aber es gibt auch einen anderen Weg. Du erstellst ein LCW-Pokémon, das klingt lustig. Und nervig. So. Sei es zu viel Zeit und zu wenig zu tun, passiert irgendwo etwas, das mich unterhalten könnte. Das ist das Fernsehprogramm. So, was ist denn hier? Was kann ich mir denn heute kaufen? Pokebälle brauche ich wieder 3 Stück. Wie viele Tränke habe ich? Nehme ich mal ein paar. Nur 3 Stück mit. Und ein paar Tränke. So, Gegengift habe ich noch. Den Rest brauche ich gerade nicht. Gut. Und wieder raus. Du bist auch ein Trainer. Zusammen zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Na gut, wir machen jetzt einfach mal einen Oldschool-Part und ich beende den Part in 15 Minuten. Ich danke, dass ihr dabei seid und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Pokémon Feuerrot. Bis dann und ciao.